Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hexit. Den Minecraft Modpack. Das Minecraft Modpack, die Minecraft Modpack. Man weiß es nicht. Mit dabei ist wieder die Nanimeet. Hallo, wo bist du? Hi! Ich hab doch gerade deinen Namen gesehen. Ah, guten Tag. Guten Tag. Immer noch ein richtig cooler Helm. Aber ich habe einen viel cooleren Helm. Das sieht so toll aus. Vor allem noch mit der Locke vorne dran. Stimmt, das hatten wir beim letzten Mal noch gesehen gehabt. Ja, das hatte ich nicht mehr in der Aufnahme drin. Aber egal. So, was ist jetzt hier mit diesem Stone Bill? Achso, da kann ich ja Lebensenergie entziehen, ne? Irgendwie, ja. Dann packe ich das mal wieder weg. Ich hab keinen. Obwohl, da kann ich doch auch den Gegnern die Lebensenergie entziehen, ne? Ja, das ist ja der also Hammer. Theoretisch ziehst du die Seelen von denen. Was man mit den Seelen dann machen kann, weiß ich nicht. Vielleicht nur, dass man sie ziehen kann. Ich brauche auf jeden Fall mal Holz. Ich will uns mal einen vernünftigen Tisch. Was heißt einen vernünftigen? Einen Tisch halt bauen. Da brauche ich das. Und da brauche ich das. Und dann brauche ich Sticks. Sticky Sticks. Zack, 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 bupp. Und klick und klack und kluck und blub. So. Ha, hab wieder die ganzen Items rausgeworfen. Ich bin ein Held. So. Machen wir den Tisch ja weg. Tut mir leid für deinen Tisch. Hast dir so viel Mühe gegeben. Aber guck dir doch mal den Tisch an. Der ist doch toll. Wunderbar. Da hat er auch noch den Vorteil. Da kann man sich dann Items mitbauen. Im Prinzip, ja. Es gibt drei dieser lustigen Tische. Mhm. Man könnte die theoretisch gleich nebeneinander setzen. Hey. Naja, ja. Könnte man machen. Muss man auch nicht. So, schauen wir mal noch, was wir da noch mitbauen können. Mal zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Bup, bup, bup. Haha. Ja. Wie war denn das noch? Ah ja, das war so. Klack, klack. Dann haben wir noch einen anderen Tisch. Ah, wieder die ganzen Items weggeworfen. Wo packe ich denn den anderen Tisch noch hin? Ich packe den doch mal da. Nee, daneben sieht er doch total hässlich. Ach, scheiß die Wand an. Next Pattern. Was auch immer. Jedenfalls kann man sich hier. Ach, hier drüben sieht man es ja auch nochmal. Hier. Ja, und hier. Das sind so Köpfe von Items. Also zum Beispiel von der Pickaxe der Kopf. Kann man sich dann aus irgendwelchen anderen Materialien noch das Ding bauen. Jo. Und kann dann eine tolle Sache machen, ne? Ja. Oder zum Beispiel, das habe ich gelesen in diesem einen Buch, glaube ich. Ich habe davor nämlich nochmal den Singleplayer angeschmissen, um mir das anzugucken. Kann man wohl irgendwie auch, was weiß ich, eine Axt und was anderes kombinieren. Ja. Schaufel. Ja, genau, Schaufel. Ich glaube, es ist Shuffle, aber ich bin noch mal unschuldig. Was ist denn das hier? Ein Tool-Binding. Ah, okay. Swordblade. White Guard, whatever. Hand Guard. Mhm. Crossbar. Tool-Binding. Und ein Pen, was auch immer. Ein rundes Etwas. Und ein Board. Aha. Chinsel. Oh, hier gibt es so viele tolle Sachen. Was ist das? Tja, was auch immer man damit macht. Ich pack's erstmal wieder weg. Ich bin ganz stolz dafür, dass wir... da war noch ein Turm, den wir begutachten wollten. Jo. Aber sowas von. Stein und Dreck. Cool. Bringen wir die Steine weg. Die vier Samen, die ich hier noch dabei habe, die werde ich mal noch einpflanzen. Nehme ich mal an, zumindest. Kannst du nicht, ich habe sie nachgepflanzt. Verdammt. Du bist einfach mit der Futter reingekriegt. Futter. Bierschwert? Ach, das hast du beim letzten Mal erwischt, ne? Genau, das habe ich mir da aus der einen Truhe rausgemopst. Bevor der ganze Turm in die Luft geflogen ist irgendwann. Fensgate. Ah ne, nur ein Fens. Tja, Eisenhelm, der ist ja nur auch schon fast kaputt von mir, du.
Kann man den nicht reparieren? Helm? Ja, denke schon. Oh, Oakwood und Junglewood, na gut. Tja, ist jetzt die Frage, wo ich das ganze Krams hier reinpacke. Ich bin, Mann. War das hier? Nee. Auch nicht irgendwo hier hinten, glaube ich. Hier kommt noch raus. Auch nix. Hä? Ach, hier. Ja, so und Gunpowder habe ich auch noch ein bisschen übrig. Das kommt hier in die Lootbox. Nee, das ist die Fortbewegungsbox inzwischen. Oh, Gerümpel. Oh. So. Was mache ich jetzt mit dem Eisenhelm? Lasse ich den hier und nehme ich mit? Ah. Besten mitnehmen. Ich setze ihn einfach auf. Kisten kann man dann auch gleich mitnehmen. Und den komischen Kopf, den packe ich hier irgendwo hin. Wo packe ich jetzt den Kopf hin? Verdammt! Ach, Mann! Ich alter Verwirrter. Ich kann natürlich auch noch eine Kiste mit Deko-Zeug machen. So. Oh, da kommt Wasser. Juhu! Wird jetzt. Ah, ist schon zugemacht. Ich muss es aber nochmal öffnen, weil du bist hoch. Nein. Wo ist denn jetzt das ganze Werkzeug schon wieder hin? Ach da. Ich nehme noch so eine Iron Pickaxe mit. Ah, da kommt auch Wasser. Holz und Bau, Eisen und Co. Eisen. So, wir brauchen noch neue Klamotz. Habe ich so in Erinnerung. Richtig? Huch. Warte nicht, Moment. Ich brauche neue Hose, neue Schuh. Also erstmal eine Hose. Und einen Helm. Mache ich mir auch einen neuen. Scheiß auf die Schuhe. Hey. Obwohl, das rutscht bestimmt auch von allein nach, dass, die Klamotten, oder? Wenn die kaputt sind? Jo, ja, direkt in die Rüstung gehen sie nicht rein. Achso. So unschön gelöst. Na gut, dann muss ich halt aufpassen, dass ich mir rechtzeitig eine neue Hose anziehe. Okay, ich check nochmal die Karte. Welchen Turm wollten wir uns denn angucken überhaupt? Dem bei der Steilküste. Ach, da hinten, ja genau, Turm. Turm. Was war das? Was ist das? Ach ja. Ach, das ist der kaputte Turm da. Im Singleplayer habe ich ja noch was Cooles gesehen, und zwar auf der Karte unten ist ja zu sehen, dass das so ein Stück abgehacktes Land ist. Na, wenn du dich erinnerst. Ja. So, das war bei mir im Singleplayer genauso. Ja. Also das scheint entweder normal zu sein oder ein Bug. Eigentlich nicht. Und auf jeden Fall kann ich dir das ganz genau sagen, was ist denn das hier für eine komische Stelle? Kann ich dir ganz genau sagen, dass ich da noch was Tolles entdeckt habe. Nämlich einen mega riesengroßen Berg, der ging bis in die Wolken rein und da waren noch höhere Bäume drauf. Voll krass, also wenn man sowas findet, da kann man richtig schön Holz farmen. Und wenn du jetzt hier noch. Ja, im Anhang. Wenn du jetzt hier noch zu tun hast. Bin gleich fertig, ich wollte eigentlich nur. Ach so. Beschäftigungstherapie und so. Weil dann hätte ich nämlich mal zu dieser komischen Stelle geguckt, die ich da entdeckt habe. So. Ah ja, da ist sie. Da ist sie doch. Hahaha. Ups. Komm, lass mich ja hoch. Oh, ein netter kleiner Creeper. Ach so, das ist die dunkle Stelle. Na dann. Das ist, wo ich die Melonen angebaut habe.
Das ist hinter unserem Haus. Wie lösche ich das Ding nochmal? Scheiße. Delete Selected Marker. Ah ja. Hop, hop, hop. Auswählen. Dell. Ah, das geht ja ganz gut. Da haben wir noch einen Steinbruch, wie es aussieht in der Nähe. Cool. Tja, was mache ich jetzt hier mit dem Creeper? Hau ich in einen rein? Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt muss ich in einen reinhauen. Komm, stirb, du dummer Creeper. Oh mein Gott. Ich habe den Creeper angezündet. Und weil der Creeper so toll ist, ist er explodiert. Scheiße. Gehört. Ich hoffe, es ist nicht viel. Im Haus und so? Nö, alles okay. Es ist bloß ein bisschen... Cool. Jetzt habe ich wieder Water Breathing. Wieso habe ich jetzt wieder Water Breathing? Weil das er dich vergiftet hat? Das kann sein, aber das ist ja total sinnlos, so, dass ich hier noch von dem Creeper als Vergiftung ein Extra bekomme. Warum gibt's gar nicht. Ja, dann gehen wir mal eine Runde tauchen. Und hopp. Dö, 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 dö. Ach, unter Wasser sieht man immer so wenig. Dafür fand Optik kein Video gut. Hast du das inzwischen draufgeschmeißt? Ich hab's versucht vorhin. Und... Oh, was ist denn hier los? Oh, ein Höhlchen. Ja, ich hab's, wie gesagt, ich hab's versucht, aber... nachdem ich Optifine reingeknallt habe, hat sich der Technics Launcher gedacht, ja, jetzt musst du Hexe wieder neu runterladen. Ach ja. Ja, das ist echt praktisch. So, jetzt guck ich mal. Voll krass. Also hier ist unter dem Meer eine mega Risshöhle. Relativ heftig. Möchte ich mal so sagen. Ich habe gar keine Hose mehr an. Ja, das fand ich ganz, ganz nett. Das ganze Eisen ist weg. Oh ja, warte, das habe ich noch eingepackt. Verzeihung, ich komme wieder hoch. Wäre nett, ich würde mir gerne eine Hose bauen. Wait. Ein kleines Momentchen. Das muss ich mir auf der Karte wieder markieren, dass hier so ein Megaspalt ist. Megaspalt. Unter Wasser. Im Ozean. Hammerhart. Ach, man sieht ihn ja sogar. Riss unter Wasser. So. Echt cool mit der Karte. An alle Minecraft-Entwickler da draußen, offiziellen Minecraft-Entwickler, ich möchte gerne auch so eine Funktion auf der Karte haben, in Minecraft selber. Kannst du dir nicht eine Glashose bauen? Wäre sehr sinnvoll, oder? Ein bisschen. Aber man kann durchgucken. So, warte, ich bin gleich da. Ich finde eigentlich gleich noch ein paar Fackeln noch. Ja, ich habe noch 27 Fackeln, die habe ich mir vorhin geklaut. Aus der... irgendeiner Box, oder? Muss ich erst meine Klamotte wieder ablegen. Dann kann ich das Eisen geben. Und dann kann ich meine Klamotte wieder anpacken. Anziehen, was auch immer. So, Bastelkiste. So. Du hast alles gebaut. Weißt du? Ich habe mir nur eine Hose gebaut und einen Helm. Aber ich habe ja inzwischen wieder 5 neue Eisen gefunden, so ist ja nun nicht. ja. Ich habe das hier mal verbunden. Was hast du verbunden? Ja, das mir war mal danach. Ach so. Kann man dann jederzeit noch nach da ausweiten? Hier müsste man dann noch so einen Knöpfchen bauen, wenn man da drauf drückt. Dann geht ja so eine Spezialtür auf. Riesengroßes Labor. Eine riesengroße Falltür nach unten mit Lava. Für jeden, der naja, genau. Und dann noch ein Schild drüber bauen, nicht auf diesen Knopf drücken. Auf gar keinen Fall. Gute Idee. Gut. Da bin ich dabei. So, wollen wir los oder was? Ja, cool. Ja, bitte. Ah, halt, wir brauchen hier wieder Bözen. Ich hab gleich einen Fisch dabei. Das ist nett. Ja, nee, ich tu's wieder rein. Ja, okay. Vielleicht sollten wir uns immer eine Box mitnehmen, um unsere genau, Items zu tauschen. Kisten wollte ich gerne mitnehmen, dass wir die wieder sichern können. Das fand ich das letzte Mal eigentlich ganz gut.
Klingt noch ein Plan. Sehr sinnvoll, denke ich. Hatten wir eigentlich Redstone? Ja, haben wir. Können wir jetzt noch damit können wir das Ganze noch auswerten, hm? Warte, ich habe hier wieder 5 neue Eisen. Die packe ich in unsere Eisenbox. Ich habe hier... Brennt die Redstone-Fackel eigentlich auch unter Wasser? Oh, das bin mir aber nicht sicher. Das weiß ich nämlich auch nicht, aber ich probier's dann einfach mal aus. Nimm dir am besten vorsichtshalber Track mit. Ich habe zum Bauen und so. 73 Track. Holz und Bau, Eisen und... Ah ja, Redstone. Da baue ich mir mal schnell 2-3 Redstone-Fackeln. Wobei der Redstone eigentlich dafür da ist, um die Rüstungsteile aufzuwerten. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Okay, sehr gut. Ja, das werden wir schon irgendwie schaffen. Ein paar Sticks können wir ja auch mal mitnehmen, oder? Sicherheitshalber. Ja, na, ich habe jetzt direkt schon Holz mitgenommen. Braucht man sich ja nicht einen Redstone? Oh, okay. Ja, also einer dieser rüstigen Tische fehlt noch. Ja, den wusste ich jetzt auch nicht so aus dem Kopf, wie man den baut. Das steht in dem einen Buch drin, wo ich nicht weiß, wo es hin ist. In der Bücherkiste. Ah, die Bücherkiste. Die berühmte Bücherkiste. So, Tränke. Ach da. Materials and You Part 1. So, und zwar baut man... Der erste Tisch, das ist der hier, den habe ich jetzt noch... den habe ich als zweites gebaut. Mit dem kann man sich Schablonen bauen. Der zweite hier, der Partcrafter, da kann man Schablonen anwenden und kann sich damit zum Beispiel halt einen Kopf einer Axt bauen. Und dann gibt es noch das Pattern Chest, da kann man die ganzen Pattern reinpacken für den Partcrafter. Und wenn man das nebenan packt, dann erweitert sich das Inventar für den Pattern Crafter, bla. Ja. Und dann gibt es noch die Toolstation, mit der habe ich aber keine Ahnung, was man macht. Da braucht man eine Bastelkiste. Und so ein viereckiges Dingsbums da. Das... Ach, ein Pattern, ja genau, ein Blank Pattern. Und dann gibt's noch ein Tool Forge, da braucht man dann so einen tollen Tisch und braucht dann Eisen, Wolle, keine Ahnung, und irgendwelches komisches Steinchen obendrauf. Und voll krass. Ja. Ganz wichtig sind auch diese Barrikaden, keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. So, okay. Buch gelesen, sehr toll. Weg mit dir, Buch. Die Buchstab habe ich auch dabei. Redstone kommt wieder weg. Okay. Räum. Hast du nicht da hinten die Kühe? Die Kühe sind unter Tage, ja, irgendwo. Magst du die vielleicht vermehren? Zwecks Leder und Rucksäcke bauen und so? Das können wir dann mal demnächst in Angriff nehmen. Boah, ist das schon wieder laut hier. Ist nicht. Ja, so 9% ist okay. Ach, ist das. Ich muss mich davon gewöhnen, dass ich so hoch springe. Ach, du hast hier diese coolen Schuhe. Warte mal, wie lange hält hier noch mein Underwater Breathing? Nicht, dass ich aus Versehen wieder unter Wasser sterbe, weil ich denke, ich kann so viel noch atmen. Noch 2 Minuten. So. Okay. Oh, ich kann auch länger unter Wasser bleiben. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es geht. Ich vermute mal der Helm, den ich auf habe. Der was damit zu tun. So, ich bin im Boot. Ah, da unten bist du. Ich bin in the boat. The boat. Oh, stop. Ich will mal checken, ob man die Redstone-Fackel auch... Ja, die kann man unter Wasser nicht bauen. Okay. Also war diese Redstone-Fackel einmal sinnfrei. Egal. Manche Sachen werden wir nur durchprobieren. So, ich bin bereit. Ich bin auf dem Weg. Wo bist du? Wahrscheinlich glitscht sie wieder durch die Gegend. Ja, ich hüpfe so ein bisschen. Genieße die Schuhe. Ach so. Ich fahre schon mal zu dem Turm, der sich... Was? Ach, dort unten. Also muss man einfach nur nach Süden erstmal fahren. Mhm. Okay. Ich bin auf dem Weg. Was, wir nehmen schon wieder 20 Minuten auf? Wollt ihr mich verarschen? Hm. Das ist ganz schön heftig, du. Muss ich mal so sagen. Lange scheint es mir aber auch gerade noch nicht. Da ist ja noch eine Kiste von uns. Ja. Das war die Überlebenskiste. Oh. Was ist das da jetzt für ein Punkt, wo ich jetzt... Achso, das ist dann.
Der dann. Ja, da ist noch Zeug drin. Oh, wird dunkel. Hier haben wir einen kaputten Turm, liebe Zuschauer, den wir schon mal besucht haben. Da hinten bist du jetzt? Ich bin jetzt schon bei dem alten Turm und bin jetzt ganz gleich in Amerika. Ganz gleich? Im Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Oder im Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Oder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Der unbegrenzten Unmöglichkeiten. Die begrenzten Unmöglichkeiten. Oh, fuck you, mein. Wow. Ganz schön krass. Ich habe mit einem Schlag das Boot kaputt gehauen. Oh, Lapis Lazuli. Warum haben wir das nicht mitgenommen? Oh. Bist du gerade schon in einer der Höhlen? Die direkt am Nord, ja, ich seh am dich. Nordende. Bei den pinken Bäumen. Und da hinten ist noch Redstone und Eisen. Das haben wir alles. Ich glaube, wir haben es mit Absicht nicht mitgenommen. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt gerade nicht danach schauen, sondern. Ja, okay. Geht vom Boot runter. Aber hier ist gerade so viel Eisen. Wir haben wieder vergessen, eine Bastelkiste. Oh ja. Ich brauche gerade eine. Ich komme wieder raus. Ups. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir dann irgendwo die Truhen platzieren demnächst. Oh. Bauen wir nachher ein neues Boot? Ich werde mein Boot hier erstmal wieder platzieren, glaube ich. Ja. Meins ist kaputt gegangen. Meins ist noch ganz. Ich versuche mal keinen Marker zu setzen und mich dann zu erinnern, wo das war. Um es dann zu vergessen? Das kann, kannst du direkt vergessen. Oh, da war Kohle. Kohle. Oh, eine Kohle. Das berühmteste Lied, was Gronk je erfunden hat. Oh mein Gott. Oh. Oh Mann, hier ist so viel Eisen. Ich kann damit nicht aufhören. Verdammt. Dann wir nehmen sie jetzt, einfach mal nicht mit, weil wenn wir nämlich jetzt. Ich versuche gerade irgendwie einen Weg nach oben zu bauen, aber irgendwie, ich glaube, das kann man vergessen. Dazu sind meine Schuhe super. Baut ihr ein neues Boot, wir fahren an die Südspitze. Weil da ist ja sowieso der Turm an der Südspitze. Weißt du auch, was noch schön ist an den Schuhen? Diesen. Aber keinerlei Fallschaden. Ja. Oh, jetzt habe ich noch einen Kopf mitgenommen. Oh Mann. Wo bist du? Ach da. Guten Tag. Guten Tag, ich habe mir noch ein Boot gebaut. Ein Bötzen? Ja. Stechen wir in See. Schon wieder zu schnell für dich. Ich springe inzwischen am Rand entlang. Ich glaube, die Schuhe sind sehr toll. Voll cool. Wow. Scheiße. Ich dir gerade, dass ich zu schnell für dich bin? Ich habe das Gefühl, mein Boot ist gerade kaputt gegangen. Was kriegst du da einstecken? Wo bist du denn? Ich kämpfe mich gerade durch den Baum. Ah, ich sehe dich. Nimm mein Boot, ich springe rüber. Ja, ich kann es ja nicht wegschmeißen. Musst du kurz deine Klamotten ausziehen. Das sieht jetzt aus wie Bauarbeiter. vielen Dank. Bitteschön. Auf geht's. Zur Südspitze. Unterwegs solltest du auch bestimmt ein paar leuchtende Blumen finden. Oh! Ich hab gesehen, wo er hingefallen ist. Ich hab's nicht gesehen. Sehen lässt sich gerade hier von dem Skelett attackiert. Da kann ich ja nun leider nichts dagegen tun. Ich bin leider auf. Naja, hoher See bin ich nicht. Wie nennt man es dann? Auf tiefer See? Nein, auch nicht. Das Gegenteil von hoher See. Hä? Einfach nur im Wasser. Voll am Rumdümpeln. Ah, da ist der Turm. Nein. Ja. Oh, ich fällt mal weit runter.
Und so. Oh, ein Schokobo. Irgendwie. Das magnetische Boot hat nicht so funktioniert, wie es sollte, glaube ich. Hat doch so einen Magnetanzug. Da habe ich gedacht, dass er das Boot direkt einsammelt, aber hat er nicht gemacht. Der Sau. Hätte er aber. aber machen müssen. Irgendwie ist der. Meteorisches Zeug, also der Sternenstaub und so. Was weiß ich, eine Feder. Huch. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Du blöder Baum, hau ab. Ich komme ein bisschen vor wie Indiana Jones. Mal inzwischen durch den Dschungel. Ich höre Schafe. Wasserturm. Ich höre Schafe. Upsi. Und ich höre einen Zombie. Oh Mann, du blöder Kackbaum, Junge. Bäume. Hier sind andere Bäume. Keiner. Das sieht schon aus wie Tropenholz, aber irgendwie anders. Ein braunes Schaf. Oh. Oh, ich habe den Eingang gefunden von dem Turm. Ich habe ihn schon. Ja. Ich habe hier gerade was gefunden. Nennt sich Amaranthwood. Mhm. Ist noch gar nicht so weit weg von mir. Irgendwas mit Heart of Wood. Also Herz des Baums. Baum. Und es lässt sich, also der Timbermod geht mal wieder nicht. Dass der Baum direkt mal gefällt ist. Boah, wenn du dich irgendwie, Seh dich. Richtung Turm bewegen könntest, ich habe hier schon die ersten Zombies aus Versehen angelockt und geschnetzelt. Aus Versehen? Ja, das war wirklich aus Versehen. Ich wusste nicht, dass die um die Ecke schielen können, die Dreckschweine. Voll krass, wie hoch du springen kannst, ey. Ja, jetzt. Ah, bist du jetzt schon drin? Oh. Ich habe die zweite Etage übernommen. Hast du direkt in die zweite Etage gesprungen? Okay. Stirbt ihr dann, sind dummen Kackeviecher. So, stopp. Oh, hallo, ich bin, ich bin aus Versehen eine Etage nach unten. Das war nämlich gar nicht die erste Etage, das war schon die dritte oder vierte oder ich gehe jetzt nach ganz unten von dem Turm, ey. Unglaublich. Haut doch alle ab! Ich hab. Ich glaub, die sehen Panik. Mich nicht. Gehen alle auf dich los. Wow, fuck you, ihr Drecksviech da, ey. Beugen die da? Oh mein Gott. Ich habe keine Herzen mehr. Das ist schlecht. Und jetzt sind meine Herzen wieder da. Das war irgendein komischer Zauber. Sehr unterhaltsam. Die Spinnen gehen auf, wollen auf dich losgehen und ich stehe neben ihnen. Direkt. Ich krall's nicht. Stirb doch, du Kackerspinne, Mann! Boah, fuck you! Hohoho. Also, ich bin ja echt im krassen Bedrängnis, Alter. Schwede. Was ist denn jetzt passiert? Ist die Spinne explodiert? Nein. Jetzt verreck doch endlich, du Kackdrecksspinne, Mann! Boah! Echt ohne Scheiß, was ist das für ein Weakness? Na, komm her. Du dummes Kackerskelett, Mann. So. Hätten wir das schon mal geschafft. Unglaublich. Meine Fresse, ey. Voll krass. Wenn du gerne möchtest. Ich bin gerade dabei, die Etage hier unten zu sichern. Ja, ich bin jetzt ganz unten. Dann komme ich runter. Ich bin jetzt ganz unten. So weit. Ja. Wie gesagt. So weit hin. Komm schnell runter. Ach, du darfst diese lustigen Drecksviecher, Mann. Stirb, stirb, stirb. Du auch. Ich hab hier ich hab hier ein glitschendes Skelett, verdammt. Das nervt total. Du dummer Zombie, nervst du auch, Mann. So, bist du fertig mit Glitschen? Mann. So. Mann. Da war Leder drinne. Bisschen Dirt.
und eine Steinschaufel. Oh, wo kommt ihr denn schon wieder her, ihr Kacka-Zombies, Mann? Und ein Schaf. Warum ist hier ein Schaf drin? Du kommst ja nicht hier hoch. Hm. Ja, ich kann nicht hochkommen, weil ich ja noch voll unter Beschuss bin. Nee, das meine ich. Oh, sind da viele Zombies. Ich weiß, warum du dich wohl hast. Boah. Huh. So, jetzt komme ich eine Etage höher. Kämpfst du dich mir entgegen, oder? Ich sichere gerade mal Fokus in den Japan. Sodass hier nichts passieren kann. Okay. Und? Ja, ich komme jetzt wieder. Mann. So. Ah, oh, cool. Eine Steindingens. Oh, Melonen. Vom Baum. Wow, Spinne. Noch mehr Spinnen. Ja, doch bitte einfach. Sterben. Ich habe irgendwas falsch verstanden. Ich wollte, dass sie sterben, nicht, dass sie mich stirbt. Töten. Dass sie mich sterben. Auch schön, wie die ganzen Zombies nach draußen gelockt werden. Ja, ich bin einfach toll. Oh, der hat Eisen gedroppt. Eine Weakness-Spinner. Ich kämpfe einfach gegen alles. Runtergefallen. Und jeden. Oh, du bist immer mehr, sehe ich grad. Wenn es, da ich die ganze Zeit jetzt gerade auf Hüpfen drücke, ja, dass sie mich nicht sofort erwischen. In dem Moment, wo sie mich hauen wollen, springe ich weg. Alter, ich habe voll die geile Rüstung. Oh, da ist was Verzaubertes dabei. Es ist meteorisiert sogar. Nee, so ein Zombie hier, der ist. Die gehen gerade alle auf mich los. Muss ich jetzt hier doch mal gerade ein bisschen in Sicherheit bringen? Ja. Oh, das war so. Upsi. Ich mache immer den einen Spawner kaputt. Ja, ich musste gerade rausspringen, weil ich gerade zu viel Verlust an Herzen hatte. Hier hat sich gerade ein Zombie gedacht, ja, ich gehe jetzt mal wieder eine Etage runter. Die nehme ich auch alle mit, die Zombies hier. Das ist alles Erfahrung. Und Loot. Und apropos Loot, hier den ganzen Blödsinn, den kann ich doch mal in diese abgefuckten Kisten packen. Apropos Kisten, die kann ich überhaupt mal mitnehmen. Und in Sicherheit bringen. Ja, eine Option. Ich habe hier noch so eine coole Sichel gefunden. So eine, ich saug dir das Leben aus Sichel. Okay. Oh, ich brenne. Irgendwas hat mich angezündet. Ich brenne Zombie. Ich behaupte ein brennender Zombie, ja, genau. So. Kistchen hingepackt. Eisen reingepackt. Iron Leggings. Tipp, tipp. Noch eine Schokopedia. So. Okay. Den restlichen Krams, den ich nicht brauche, den schmeiße ich nicht weg, weil es nicht geht, weil ich ja Meteorit. Könnte sein, dass du da unten gleich Zombie-Besuch bekommst. Ja, ist in Ordnung. Sollen sie mal herkommen? Ich glaube, die gerade alle raus, darüber wird gleich noch mit verbrennen. Schaden bekommen. Sehr effektiv, muss ich. Oh, meine Hose ist kaputt. Meines? Meine Hose ist kaputt. Aber was? Deine. Macht nix, ich habe ja noch ein Höschen. Au, das klang wie ein Creeper. War das bei dir oder bei mir? Bei mir war es nicht. Oh, Mann. Klang auch etwas weiter entfernt. Ich hab das Gefühl, dass hier die Zombies teilweise explodieren. Da war ein Rare dabei. Ah. Kann sein, dass der Rare mit runtergefallen ist. Alter, was explodiert denn hier ständig? Oh, ich glaube, der hat irgendeine Rod, eine Explosion Rod. Alter, ist das ein Spast. Rare, Zombie, Ninja, Alchemist, Blastzorn. Irgendwas, keine Ahnung. Oh,
Das ist natürlich nett, dass der mich gerade so schön verzaubert hat mit, ich kann unter Wasser atmen. Ist der doof. Aber sterben könnte er trotzdem langsam mal, ey. Na klar, der hat nichts gedroppt, außer ein leuchtendes Brot. Aha. Oh, hier ist sogar noch eine Höhle in der Nähe. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Hexit, den Minecraft-Mod, das Minecraft-Mod-Päckchen, whatever. Macht's gut und bis dahin und tschaußen. Ciao.